Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Tja, wir sind jetzt hier in Salt Lake City angekommen. In der letzten Folge hat Ellie diesem kranken David mit der Machete den Rest gegeben. Und wir sind dann schnell von dort abgehauen. Und übrigens ist wieder Frühling. So blöd mir das auch vorkommt, aber egal. Und Ellie hat bis jetzt noch nicht wirklich viel gesagt, also. Die ist noch deutlich gezeichnet. Haben wir hier irgendwas rumliegen? Sieht mau aus. Nö, sieht nicht so aus. Absolut und auch rein gar nichts. Gut. Dann ab hier in die Bus Station. Vielleicht geht es hier durch. Sonnendurchflutet, kein Infizierter. Gut. Na, Ellie, setz dich mal kurz. Bis ich einen Weg hier rausfinde. So. Medikamente. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? 25? Ach hey. Ein Messer können wir nachbauen. Wir haben ja eins für eine verschlossene Tür in dieser bescheuerten Stadt verbraucht. So. Okay. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht. Schon gut. Sie ist stark, sie wird das schon schaffen. Okay, was haben wir hier unter dem ganzen Müll zu liegen? Ist jetzt nichts. Hier irgendwas? Nichts. Gibt's ja nicht. Ah, da hinten leuchtet was. Oh. Und liegt was. Seltsam. Da war schwören, dass irgendwo ein Dokument rumlag, aber müsste ich jetzt natürlich nur finden. Ah. So, hier liegen Lumpen. Ah. Klotzen auf. So. Nachricht an Ehefrau. Lucia. Sehr schön. Wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen. Aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein, zwei Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht's gut. Hannah spricht viel von dir. Was zur Hölle? Sehr gut. Beide Namen in einem Brief. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Mir kommt's vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Wir hatten ja keine Ahnung. Lucia und Hannah in einem Brief. So. Ah, dort oben. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Gut. Auf geht's. Und auf geht's. Ellie. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ja. Scheint doch tiefer zu sitzen als erst angenommen.
Sehr schön. Oh mein Gott. Oh. Was ist los? Ellie? Hat sie denn? Muss ich denn hier alles selber machen? So, auf hier. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Okay, hier liegt nichts weiter rum, aber was hat die denn gebissen? Ah. Ich sehe nichts. Wovon redet sie denn da bloß? Also siehst grad. Soll das ein Scherz sein? Ich habe gerade was gesehen. Ah. Okay, aber. Es sah sehr nach. Ah, ja. Wahnsinn. Giraffen sieht man auch nicht alltäglich. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Wow. Wow, schön. Siehst du das? Wow. Schon gut. Ja. Was machst du? Ist okay. Komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Mag wohl aber nicht gestört werden, wie es scheint. Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Ah. Ist ja gut, Mensch. Wir sind schon ein bisschen älter. Ah, da sieht sie einmal ein paar Tiere und schon dreht sie ab. Aber kenne ich noch jemanden. Sieh dir das an. Soundtrack gefällt mir gerade auch sehr. Hast. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Oh ja. Salt Lake City. Der Berg da im Hintergrund, beziehungsweise das Gebirge. Die ganzen Häuser, in denen nichts mehr los ist. Schön. Normalerweise würde ich hier mehr Zeit verbringen, aber jetzt nicht. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen.
Okay. Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Tja, wenn sie meint. Aber wenn sie, ja, eigentlich hat sie recht. Wenn sie schon so weit gekommen sind, können sie auch den Rest des Weges noch gehen. Was haben wir hier? Ah. Herrentoilette, okay, ist diesmal angemessen. Ui. Ach, ein Comic. Nicht schlecht. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Nur okay. Früher hat sie kleine Luftsprünge gemacht. Na egal. Ein bisschen Alk. Ah, da hinten liegt auch noch was rum. Okay. Nur das Werkzeug können wir gebrauchen. Ah, da geht's ins Freie, okay. Puh. Schon krass, wie satt das Grün hier ist. Typische QZ. Na, das weckt Erinnerungen. Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Tja. Das ist es. Gut, was haben wir hier noch? Dokumente, Lumpen. Ordentlich Materialien. Aber wir sind, ja gut, bis auf die Scheren haben wir eigentlich vieles voll. Wir werden mal die einzelnen Zelte alle abklappern. Uiuiui. Anzeichen von irgendwelchen. Ich höre Hunde bellen. Okay, noch ein bisschen Medikamente. Oh. Und die höchste Werkzeugstufe haben wir jetzt erreicht. Mit Stufe 5. Gut. Falls wir das nächste Mal auf so eine Werkbank treffen. Haben wir also keine Hindernisse mehr. Ah, Ziegelstein haben wir nicht mehr, also. Gut, wir hätten hier auch einnehmen können, aber Flasche ist genauso gut. Gut. Ein Dixie-Klo. Nein. Da hinten ist noch ein Zelt. Ah, da hinten ist er. Okay. Auf den Bänken ist hier noch was. Ach, der war gut. Licht anzuschalten in der Sonne. Ne, hier scheint nicht mehr was zu sein. Gut, gucken wir dann da hinten um. sieht nach reicher Beute aus. Okay, was haben wir hier? Wir gehen mal von rechts nach links. Was haben wir hier? Karte der QZ Salt Lake. Aha. Evacuation Route North, Route East. Bus Station, also alle. Ja, umdrehen kann ich sie nicht. Schade. Gut, hier haben wir noch einen Pfeil rumliegen. Ein bisschen Werkzeug ist immer gut. Munition für den Revolver mit Zielvorrichtung. Ordentlich. Ah, toll. Fast übersehen, die Werkbank.
147, das ist ein bisschen, Okay, was haben ist wir jetzt ein denn? bisschen wenig. Aber der Revolver hat sowieso. Panzerbrechend wäre mal nicht schlecht, aber. Eieieiei. Kommt mir vor, als hätte ich gerade übelst wenig. Flammenwerfer benutze ich so gut wie gar nicht, also. Schrotflinte. Reichweite. Toll. Das ist genau das Problem, was ich immer gehasst habe, mich nicht entscheiden zu können. Nachladetempo, Rückstoß, Streuung. Den Rückstoß werden wir mal vermindern. Nachladetempo ebenfalls. Das ist nämlich immer ganz schön langsam. Schussfolge. Ah. Magazinkapazität für zwei Schuss drin statt nur einem. Wir werden mal noch einen panzerbrechenden Effekt damit reinballen. So geht es doch. Ja, reinballen. Das habe ich früher als kleiner Bengel immer gesagt, statt basteln. Einballen. So. Ansonsten gibt es hier wohl nichts mehr. Gut. Ein Bus. Hey Joel, ich hab was für dich. So. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ah, ich verstehe schon. Welches verrückte Mädchen spielt schon gern Fußball? Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Okay, also ab in den Bus. Gibt's hier irgendwas? Und ne, okay. Sah nur so aus. Und hier. Jetzt einfach nur raus. Okay. Gut, Ellie ist auch rausgekommen. Ein Stoppschild. Super. Das Wetter ist zwar gerade nicht übel, aber irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass hier kein Schwein zu sehen ist, nicht mal ein Infizierter. Kann natürlich auch ein gutes Zeichen sein. Egal. Oh Gott. Wenn ich eins gelernt habe aus solchen Zombie-Games, ist das. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Wie gesagt, was ich sagen wollte, aus solchen Zombie- oder infizierten Filmen und Games habe ich immer gelernt, man sollte nie in den Untergrund gehen. Hier haben wir noch einen Firefly-Anhänger. Den wusste ich noch. Oh Gott, aber wir haben ja keine andere Wahl, als in den Untergrund zu gehen. Turn on lights. Ja, bringt noch nicht wirklich viel, aber. Doch, ich schalte sie lieber an. Ui. Ich höre da, glaube ich, was. Ne, war wohl nur Einbildung. Ja, immerhin besser als keine, nicht wahr? Gut, aber ich würde sagen. Oh, da war Krach. Den Tunnel gehen wir in der nächsten Folge. Und ja, mal sehen, ob wir dann irgendwann endlich mal die Fireflies finden. Also, ja!